Generationenschiffe müssen ein möglichst erdähnliches Leben ermöglichen. Und zwar für lange Zeit und völlig autark. Geht das? Wir blicken in der heutigen Episode auf die Möglichkeit einer künstlichen Gravitation und den Aufbau des gesamten Schiffes. Bauen wir eine Megastruktur. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Beginnen wir mal mit der künstlichen Gravitation. Anders als in den meisten Science-Fiction-Filmen gibt es in der uns bekannten Physik keine Möglichkeit, echte Gravitation an Bord eines Raumschiffs zu erzeugen. Immerhin ist die von Menschen wahrgenommene Gravitation nicht von einer Beschleunigung zu unterscheiden. Und daher bietet sich uns die Möglichkeit, ein Raumschiff permanent mit 9,8 Meter pro Quadratsekunde zu beschleunigen und so 1G an Bord dieses Raumschiffs zu erzeugen, solange es sich in der Beschleunigungsphase befindet. Natürlich verbietet sich dieses Vorgehen im Fall unseres Generationenraumschiffs. Selbst wenn es uns möglich wäre, 100 Millionen Tonnen Masse mit 1G zu beschleunigen, entdecken wir schnell ein Problem. Bereits nach knapp 18 Tagen hätten wir 5% der Lichtgeschwindigkeit erreicht. Nach einem halben Jahr 50% C. Es wäre technisch kaum denkbar, weiter mit 1G zu beschleunigen, da ich stets mehr Energie aufwenden muss. Für die Mehrheit der Reisedauer zu Alpha Centauri oder Barnards Stern wären wir also schwerelos. Künstliche Gravitation für die gesamte Reisedauer ist aber das Ziel. Daher müssen wir auf eine rotierende Struktur setzen. Mit dem Onir-Zylinder haben wir eine solche bereits letztes Jahr vorgestellt. Allerdings ist die notwendige Treibstoffmenge, um einen 6 Milliarden Tonnen Koloss zu beschleunigen, derart opulent, dass wir besser kleiner anfangen. Wir brauchen allerdings auch bei einem kleineren Modell das Rad sprichwörtlich nicht neu zu erfinden. Bereits 1975 entwarf man an der Stanford University unter Leitung des Ames Research Centers der NASA den nach der University benannten Stanford Torus. Ein Torus ist im Wesentlichen eine Ringstruktur. Der Stanford Torus war dabei durchaus nicht neu. Schon Größen wie Wernher von Braun hatten ringförmige Raumstationen vorgeschlagen. Auch die Raumstation in 2001, Odyssee im Weltraum, ist ein Torus und wurde der Welt 7 Jahre vor dem eigentlichen Stanford Torus präsentiert. Der Entwurf des Stanford Torus ist aber insofern einzigartig, als dass er ein sehr ausgereiftes Konzept darstellt, bei dem man sich bereits intensiv über Konstruktion, Nutzung und Wartung Gedanken gemacht hat. Ziel war es damals, eine künstliche und quasi vollständig autarke Erdumgebung im All zu schaffen. Und zwar mit Platz für bis zu 10.000 Personen. Das Gedankenexperiment ging dabei von Szenarien wie Überbevölkerung, Klimakatastrophen und nuklearen Kriegen aus. Der Torus sollte eine neue Heimat für die Menschheit werden. Schauen wir uns diesen Ring mal genauer an. Er ist nämlich hervorragend als Kern eines Generationenschiffs geeignet. Der Originalentwurf sieht einen Torus mit einem Gesamtdurchmesser von 1,8 Kilometern vor. Dieser rotiert einmal pro Minute um seine eigene Achse. Und damit erreichen wir am Außenring eine scheinbare Gravitationsbeschleunigung von 9,86 Metern pro Quadratsekunde. Das kann man auch selbst gleich mit der folgenden Formel nachrechnen. A für die Gravitationsbeschleunigung ist gleich Radius in Metern multipliziert mit dem Quadrat von 2 mal Pi durch t, die Zeit, in Sekunden. Und damit entspricht die gefühlte Zentrifugalkraft der Schwerkraft der Erde. Und die langsame Rotation sowie der große Radius verhindern nennenswerte Probleme, welche durch die Corioliskraft auftreten könnten. Der Innenraum des Ringes durchmisst 130 Meter und ist mit Hilfe von 6 Speichen von je 15 Metern Durchmesser mit dem zentralen Raumschiffkörper verbunden. Im Zentrum herrscht natürlich Schwerelosigkeit. Das ist allerdings durchaus ein Vorteil. Shuttles und Sonden können von hier problemlos gestartet werden. Komplexe Industrieanlagen, welche Schwerelosigkeit benötigen, die können auch hier untergebracht werden. Ein zweiter Ring wird im Fall unseres Generationenschiffs nahe dem ersten untergebracht und rotiert gegenläufig. Und dieser zweite Ring, der hilft uns, eine Präzession des Schiffs zu verhindern. Und das ist ein stetiges Wandern der Rotationsachse. Es gibt übrigens in den Science-Fiction-Medien schon einige spannende Beispiele für einen solchen Stanford Torus. Wir zeigen euch mal 2 Beispiele, um das Konstrukt ein bisschen besser zu visualisieren. Im Film Elysium ist die Raumstation ein Stanford Torus, in diesem Fall dicht besiedelt. Der Torus ist in diesem Beispiel nach innen hin offen. Die Atmosphäre wird quasi nur durch die Fliehkraft im Inneren gehalten. Ein zweites Beispiel besteht in der großen Raumstation Citadel im Spiel Mass Effect. Diese hat im Wesentlichen zwar die Form eines Onir-Zylinders, verfügt aber auch über einen separaten Stanford Torus. Mass Effect wird daran wissen, dass dieser Torus im Spiel Presidium heißt und Heimat des politischen und diplomatischen Viertels ist. Aber zurück zu unserem Generationenschiff. In jedem unserer 2 Wohnringe können wir auf 500.000 Quadratmeter Platz zurückgreifen. Das ist genug für mehrere tausend Menschen. Vor allem aber auch genügend Platz, um eine recht natürliche Umgebung nachzubilden, die letztlich einem schmalen Tal entspricht, dessen Enden nach oben gebogen sind.
Der ursprüngliche Stanford Torus war für bis zu 10.000 Personen konzipiert. Wir verbauen hier gleich zwei davon und das für weniger als 1.000 Menschen. Und das hat aber Gründe. Unsere Reisenden sind teils ihr gesamtes Leben unterwegs und verbringen jede Minute davon im Raumschiff. Es scheint notwendig, ihnen ein Gefühl von Raum zu geben, die Möglichkeit, Rückzugsorte zu haben und ein gewisses Maß an Weite und Freiheit zu erleben. Und natürlich müssen wir noch einiges mehr in diesen Ringen unterbringen. Aufwendige Recyclinganlagen, Industriekomplexe, welche alles fertigen und wieder aufbereiten können, was für die Wartung des Raumschiffs und das Leben an Bord notwendig sind. Und zudem benötigen wir einen erheblichen Teil der Tori für landwirtschaftliche Zwecke. Auch unter Ausnutzung von vertikal geschichteten hydroponischen Anlagen sind nämlich immer noch über 100 Quadratmeter pro Person notwendig. Auch an eine Auswahl von Tieren und Pflanzen müssen wir denken. Schließlich lautet das Ziel vermutlich, einst einen Planeten zu kolonisieren und einem Terraforming zu unterziehen. Aber mehr dazu in der nächsten Episode. Konzentrieren wir uns heute auf das Schiff. Dieses muss natürlich, anders als in den meisten Science-Fiction-Filmen dargestellt, keine aerodynamische Form haben. Das sieht schick aus, hat allerdings im Weltraum quasi keinerlei Funktion. Das mag sich nahe der Lichtgeschwindigkeit ändern. Bei 5-10% C allerdings können wir auch einen Borgwürfel auf die Reise schicken. Wie kann es denn dann realistisch aussehen? Die folgenden Animationen übrigens verdanken wir dem kreativen Kopf hinter dem YouTube-Kanal Astro Comics. Dort findet ihr eine große Zahl an gelungenen Astronomie-Videos im Comic-Stil. Schaut unbedingt mal rein. Einen Link gibt es in der Beschreibung und am Ende des Videos. Unser Generationenschiff verfügt über eine zentrale, nicht rotierende Achse von mehreren Kilometern Länge. Vorn finden wir außer Sensoren vor allem den riesigen Bugschild, 2 Kilometer durchmessend und mindestens einige Zentimeter dick. Wir hatten bereits auf die Eignung von Beryllium als Schildmaterial hingewiesen. Auch Graphen wäre ein hervorragendes Material, wenn denn eine Produktion in den notwendigen Kapazitäten einst möglich wird. Hinter dem Schild platzieren wir einen Magnetfeldgenerator, welcher das Schiff gegen ionisierte Teilchen und damit gegen kosmische Strahlung schützt. Es folgen die 2 Stanford Tori, die gegenläufig um die Zentralachse rotieren. Treibstofftanks können die Ringstrukturen umgeben, um so zusätzlichen Schutz für die Besatzung zu gewährleisten. Weiter hinten auf der zentralen Achse finden wir alles, was wir zwischenlagern müssen. Weitere Treibstofftanks, Produktionsmaterialien, die Ausrüstung und die Rohstoffe für ein späteres Kolonisations- oder gar Terraforming-Projekt. Das Ende des Schiffes bilden unsere Fusionsreaktoren und die Triebwerke. Es ist aber recht egal, ob wir auf Fission, Fusion oder Antimaterie-Materie-Triebwerke zurückgreifen. In jedem Fall benötigen wir einen ausreichenden Abstand zu den Wohnringen, um diese leichter vor der in den Reaktoren selbst erzeugten Strahlung schützen zu können. Unser fertiges Schiff durchmisst von Bug bis Heck mehrere Kilometer. Schild und Tori bringen es auf 2 Kilometer Durchmesser. Die Gesamtmasse dürfte bei etwa 100 Millionen Tonnen liegen. Dazu kommen einige 100 Millionen Tonnen Treibstoff. Das klingt nach viel. Und das ist es auch, allerdings nicht in Relation zu den im Sonnensystem verfügbaren Rohstoffen. Um nur mal eine Zahl zu nennen. Allein aus dem Zwergplaneten Ceres im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter, welcher eine Masse von 9,4 mal 10 hoch 20 Kilogramm hat, ließen sich etwa 10 Milliarden Generationenschiffe errichten. Na dann, wir bedanken uns nochmal bei Astro Comics für die tollen Animationen. Euch sagen wir danke fürs Zuschauen, nämlich ganz besonders unseren Patrons und 5 galaktischen Overlords Rico, Dimitar, Tobias, Michael und Max. Wenn ihr den nächsten Teil, in dem es um die Biosphäre gehen wird, nicht verpassen wollt, dann abonniert Raumzeit. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder und in diesem Sinne, 42.